Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinhört. Willkommen zum KBTV Sim Racing Podcast. Es geht weiter, Ladies and Gentlemen, und ich freue mich sehr darüber und ich glaube, der ein oder andere hat auch danach gelächzt, dass es endlich mal um Assetto Corsa Competizione gibt, und zwar in einer reinen ACC-Folge. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten sehr viel über Gran Turismo, insbesondere das relativ frisch erschienene Gran Turismo 7 gesprochen, und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, insbesondere wenn man im Konsolenbereich unterwegs sind, beziehungsweise ist, da das natürlich einer der ganz großen Racing-Kracher der letzten Jahre nun gewesen ist. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es da draußen noch andere Spiele beziehungsweise auch andere Rennsimulationen gibt. Und eine der mit Abstand beliebtesten aktuell auf dem Markt ist nach wie vor Assetto Corsa Competizione, das es ja sowohl für den PC als auch für die Konsole gibt. Und deswegen wird es heute mal super spannend sein, die beiden Welten auch mal miteinander zu vergleichen. Denn wir sind nach wie vor ein sehr konsolenlastiger Podcast und das ist auch ganz bewusst so gewählt, aber ich habe ja versprochen, dass wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken wollen und mal ein bisschen in die Parallelwelten des virtuellen Motorsports einsteigen, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute zwei Teammitglieder aus dem Team Daddy Cool Racing dabei habe, beziehungsweise dem Daddy Cool Racing Team, nämlich den Dennis alias Raderjung DCR und den Alex alias Sandmann DCR. Hallo ihr zwei und schön, dass ihr dabei seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo, Ralf, vielen Dank, dass wir dabei sein können. Freut uns sehr. Nee, ich freue mich immer, und da gehen auch nach draußen gerne nochmal die Aufforderung, wenn ihr Lust habt, wenn ihr schöne Themen habt, seid ihr jederzeit herzlich eingeladen, auch hier mal eine Stunde mit dabei zu sein. Das sind bisher immer sehr, sehr gemütliche Gespräche gewesen. Und heute wirklich zu einem Thema, das wir in der Ausführlichkeit halber noch gar nicht besprochen haben. Aber vielleicht, da ich das gerne, wird mir mal unterstellt, auch mal ein bisschen unter den Tisch kehre, werden wir natürlich unsere beiden Gäste heute erst einmal gebührend vorstellen. Beziehungsweise ihr dürft euch selber vorstellen. Dennis, mach doch gerne mal den Anfang. Erzähl der Welt da draußen, was sie unbedingt über dich wissen muss. Ja, mein Name ist Dennis. Raderjung DCR nenne ich mich in der PlayStation-Welt. Bin 39 Jahre alt. Ja, und zum Sim-Racing, ich würde jetzt mal sagen, seit 2017. So wirklich in den Sim-Racing-Sport eingestiegen, angefangen das Ganze mit Gran Turismo, wie viele andere wahrscheinlich auch da draußen auch. Und irgendwann habe ich dann den Weg zu Assetto Corsa gefunden, über den Umweg von Project Cars 2. Und bei ACC ist es geblieben und wie auch auf der Konsole von der PS4 jetzt auf die PS5. Also super, super spannend. Da haben wir schon mal die geballte Konsolenkompetenz mit am Start. Dennis, schön, dass du dabei bist. Und Alex, du hast einen ähnlichen, aber dann doch ein bisschen anderen Weg gegangen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber sag doch mal ein paar Worte zu dir selbst. Ja, Mahlzeit. Ich selbst bin 37 Jahre alt und mit dem Simracing so richtig angefangen. Ich meine, jeder hat irgendwie schon mal einen Joystick in der Hand gehabt, auf der PlayStation, auf der Xbox. Und ist mal ein bisschen Rennen gefahren, aber so richtig angefangen hat das eigentlich mit meinem 35. Geburtstag, als meine Frau mir die PlayStation 4 geschenkt hat und ihr nicht bewusst war, was sie damit anstellt. Angefangen das ist eine schöne Geschichte. Wahrlich. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt und hab ihr dann in die Augen geschaut und habe gedacht und habe ihr dann gesagt, bist du dir wirklich sicher, was du da gerade machst? Weil die Pläne, irgendwie Autorennen zu fahren, waren immer in meinem Kopf. Und ja, bis man dann den Schritt geht, das wirklich zu machen, und den Anstoß hat mir dann meine liebe Frau gegeben. Und dann hat das halt mit dem Controller angefangen. Irgendwann war meine Frau mal eine Woche mit den Kids, zwei an der Zahl, die ich da habe, bei meinen Schwiegereltern. Und dann habe ich ein bisschen bei eBay reingeschaut, habe mir einen Trustmaster T150 mit Pedale und so einem Wheelstand geholt, habe mich dann in meinen IKEA-Schaukelstuhl gesetzt und bin da auch, glaube ich, 7 Tage nicht mehr rausgekommen. Kurz zur Arbeit, kurz was gegessen, wenig geschlafen, aber nur gezockt. Ja, und dann ging das halt relativ schnell dahin, dass man denkt, so T150, ja, da ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes, viel Plastik, kein Feedback. Und ja, dann das kam das erste Upgrade auf eine etwas bessere Base, und dann hat der Wheelstand aber nicht mehr gehalten, weil es auf einmal ein Force Feedback gab. Und ja, und
so ging das dann bei mir irgendwie los. Und dann sagte ein Freund, komm, versuch mal ACC. Und seitdem Endstufe. Ja, der virtuelle Motorsport kann ein Loch ohne Boden sein. Aber super spannend, da muss ich nochmal ganz kurz noch mal einhaken. War dann tatsächlich von Anfang an, als du dir eine PlayStation gewünscht hast oder geliebäugelt hast, damit schon das Ziel im Racing-Bereich einzusteigen? Oder war das da damals noch genreunabhängig? War erstmal noch genreunabhängig, ja. Doch, aber ich hatte im Kopf, wir haben hier oben ein schönes großes Spielzimmer, da holst du dir so ein Playseat, machst dir eine schöne große Leinwand mit einem Beamer, da wusste ich noch gar nicht, was ein Simrig ist oder was so ein kleiner 32 Zoll Curved Monitor, dass der perfekte Monitor dafür ist für die Anfänge, ne? Jetzt, wo man nicht auf Triple Screen und Wide und Ultra Wide und sowas irgendwie eingehen, aber da hatte ich ganz andere Visionen irgendwie im Kopf von, ja, und dann kam es dann halt irgendwann dazu, dass ich mir die CSL Elite von Fanatec geholt habe. Der Wheelstand hat nicht mehr ausgereicht, dann musste ein Rick her, dann kam der René irgendwie dazwischen, unser Papa aus dem DCR-Team. Und so ging das dann mit uns, mit den DCR-Boys, ging das dann irgendwie so los, ne? Dass man sich dann gegenseitig angespornt hat, komm, wir werden schneller, komm, wir fahren da, fahren dies, wo haben wir eine Liga? Dann ging es in der SRL los und ja, jetzt sind wir eine schöne große Gruppe insgesamt im PlayStation-Bereich mit im Moment 5 Leuten und im PC-Bereich jetzt ganz waren es, glaube ich, ich schaue mal gerade noch mal kurz nach, aber ich meine, es waren, waren 8 Leute, ja. Und ja, so gucken wir jetzt, dass wir die Ligen rocken, verschiedenste Ligen. Und das Hauptaugenmerk liegt dann auf den Endo-Rennen, wo es jetzt am Samstag das erste Mal wirklich auch bei Rennwelten, bei 12 Stunden auf Misano, um die Wurst geht. Ah, super, super spannend. Da gehen wir später auf jeden Fall auch nochmal rein. Das heißt, Samstag, wenn ihr diese Folge hier hört, ist das quasi schon vorbei gewesen. Die Folge erscheint am Sonntag. Aber Rennwelten ist mir tatsächlich auch ein Begriff. Da können wir dann später sehr gerne auch nochmal drauf eingehen, weil die insbesondere auch im ACC-Bereich auf dem PC ja sehr, sehr aktiv sind. Aber schon mal schön zu hören, wie ihr so Schritt für Schritt in den virtuellen Motorsport dann hier hineingerutscht seid. Und vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen erzählen, Daddy Cool Racing Team. Habe ich das richtig rausgehört? René ist der Daddy Cool? Wir sind alle Daddy Cool. Dennis, wenn ich erzählen darf. Ja, ist eigentlich auch ein ganz, ganz schönes Anekdötchen. Und zwar, wie es bei vielen so ist, man fängt an, man lädt sich das Spiel runter, dreht die ersten Runden, hat den ersten coolen Fight auf der Strecke und da war es auf Spa und es war November 2020. Weiß ich noch ziemlich, ziemlich genau. Und ich bin gegen einen Portugiesen gefahren und man hat auf der PS4 ja im Ingame hat man die Möglichkeit, mit den anderen Leuten ja über einen Sprachchat zu kommunizieren. Und da habe ich mein allerbestes Englisch ausgepackt und hey, danke, cooles Rennen, komm, lass das nochmal machen und. Und auf einmal werde ich von der Seite angequatscht. Hey Sandmann, sprichst du Deutsch? Ich sag so, habe ich gefragt, und erkennst du das an meinem astreinen, akzentfreiem Englisch oder wie oder was? Das kann ich mir gut vorstellen. Schön. Ja, ja. Der Hammer. Der Hammer. So, und, ja, und das war dann halt der Reen, alias René oder andersrum. Ist ja auch egal. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, kurz vorgestellt, hey, ich bin 36, ja, ich habe. Bin auch Papa, ja, ich bin auch Papa, ich habe schon 2 und, wo kommst du denn her? Ich sage, ja, ich komme aus Hahn. Sagt er, grüß dich, ich komme aus Solingen, guck mal aus dem Fenster. Ja, wie weit Hahn ist das von Solingen entfernt, ja? 10 Minuten. Ja, krass. Das ist echt wirklich der Hammer. Und zum Dennis dann, den hat der René auch noch irgendwie ins Auge gefasst, weil er als Gaststarter in der SRL-Liga mit war und uns direkt alle in Grund und Boden gefahren hat. Und dann haben wir uns dann direkt auch mal gekrallt und Radar Jung im Nick ist seine Hood schon
schon erzählt, er kommt aus Rade vorm Wald. Und Rade vorm Wald, Solingen und Hahn sind innerhalb von 25 Minuten. Da könntet ihr euch ja eigentlich eine gemeinsame Man-Cave bauen, in der drei Rigs drinstehen, eine gemeinsame Sim-Racing-Garage oder sowas. Das wird, glaube ich, mal langsam Zeit dafür. Stopp. Das haben wir tatsächlich schon gemacht. Wie konnte ich nur daran zweifeln? Das kam halt so, und ich muss dazu auch sagen, ich bin heilfroh, dass der René mich damals angeschrieben hat, beziehungsweise angesprochen hat, weil ich habe zu der Zeit war ich ziemlich unglücklich. Ich habe halt im GT-Sportbereich erstmal Fuß gefasst und bin in eine Community reingekommen, in der ich mich nicht wirklich wohlgefühlt habe. Ne? Also auch im Discord der Umgangston war halt nicht so sonderlich gut und man ist halt auch auf Fragen nicht eingegangen, die ich als Neuling im Simracing halt hatte. Und da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und ich habe halt jemanden in meinem Ort, der auch Simracing wie auch Motorsport im realen Leben dann auch betreibt. Und mit dem stehe ich halt in Kontakt. Und ich wusste, dass er halt in der Community unterwegs ist und habe ihn dann halt darauf angesprochen, ob es nicht möglich wäre, dann eben dort Fuß zu fassen. Und das würde halt auch bedeuten, dass ich halt im ACC-Bereich dann auch unterwegs bin. Und er hat mich dann irgendwie da mit reingebracht und ich habe halt sehr schnell Anschluss gefunden. Und wie der Alex halt auch schon erwähnt hat, es gab dann eben auch diese zwei Gaststarts am Ende der Saison 2020 in der SRL, die ich halt sehr überraschend auch gewonnen habe. Also das hätte ich mir persönlich auch selber nicht so... hätte ich nicht gedacht, dass das so halt passiert. Und dann kam halt auch schon recht schnell die Anfrage vom Wien, ob ich nicht Lust hätte, mit dem ein bisschen mitzufahren. Und dann kam man ins Gespräch und dann kam halt auch raus, dass ich halt ziemlich nah an denen dran bin, was meinen Wohnort betrifft. Und so hat sich das dann alles so ein bisschen entwickelt. Und dabei ist es geblieben, da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich mich sehr wohlfühle in dem Team. Wir kennen uns auch persönlich, also viele von uns kennen sich persönlich, weil... Jetzt mal zum Thema zu kommen. Genau. wir haben zum letztjährigen Spendenlauf, da haben wir ja von der SRL Geld gesammelt für die Flutopfer, eine Hilfestellung für, ich weiß gar nicht, wofür wir das nochmal gesammelt hatten. Ich glaube, da gab es ein Heim mit Kindern, welches das Geld eben gut gebraucht hat. Und dafür haben wir halt einen Spendenlauf gemacht mit einem 8-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Mhm. Und das Ganze haben wir dann halt auch hier vor Ort gemacht. Also da kommt jetzt nicht nur Wien mit ins Gespräch, sondern halt auch der Joker, der dann auch kurz darauf zum Team gestoßen ist. Und wir haben das Ganze hier vor Ort gemacht, bei mir in der Fahrschule, in den Räumlichkeiten, haben alle unsere Rigs hier aufgebaut, hatten ein ganz tolles Wochenende. Die Jungs haben bei mir übernachtet und das ist halt eine richtig coole Geschichte und das wünsche ich jedem. Also das ist das, was Motorsport bzw. Simracing ausmacht, dass man ein Team findet, wo man sich wunderbar mit den Leuten versteht, wo man sich gegenseitig hilft und wo man eventuell auch die Chance hat, sich dann auch privat mal zu treffen, vielleicht ein bisschen Zeit verbringen. Also da sind Freundschaften entstanden, die ich nicht missen möchte. Absolut. Kann ich nur bestätigen. Das war eine der schönsten Erfahrungen, dass die 8 Stunden zusammen da unten in der Fahrschule, in dem Männerkäfig, so wie du es gerade gesagt hast, Ralf, den haben wir uns da wirklich gebaut. Schön am morgens um 9, dann mit einem Kilo Matt und 40 Brötchen oder sowas. Also das war schon stattlich auf jeden Fall. Schöne, schöne Geschichte. Es hört sich so an, als hätte sich da eine Gruppe gefunden, die sich auch finden sollte. Und ich glaube, ich kann das gut nachvollziehen. Ich erinnere mich irgendwie an die guten alten LAN-Partys, als wir noch 20 Kilo schwere PC-Tower durch die Republik getragen haben, um dann gemeinsam in einem schlecht belüfteten dunklen Raum Videospiele zu spielen. Cool. Hört sich mega, mega cool an. Und ich glaube, in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat sich ja irgendwie auch logischerweise immer mehr natürlich in den Online-Multiplayer-Bereich verlagert, was aber zugegebenermaßen dann genau zu solchen Situationen führt. Ob man sich natürlich auf der Straße begegnet und wäre und hätte gesagt, was, du fährst aus dem Racing, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber cool, dass ihr natürlich dann auch noch physisch so nah aneinander wohnt. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte.
Was ich auch sehr interessant finde, Dennis, dass du gesagt hast, du warst dann auch in der Community oder in einem Bereich, wo du dich nicht so wohl gefühlt hast, weil wir nämlich auch in den letzten Wochen, Monaten auch im Podcast immer mal wieder darüber geredet haben, dass an sich die Sim-Racing-Community weniger toxisch sind, also wie man das vielleicht auch von anderen Game-Genres dann eben auch kennt. Also an sich ist er eher ein bisschen gemütlicher, auch sehr, sehr hilfsbereit zugeht. Aber es gibt dann auch mal Bereiche, ja, wo es natürlich auch mal anders sein kann. Und cool, dass du natürlich deine Truppe gefunden hast, bei der du dich jetzt quasi zu Hause fühlst. Ja, definitiv. Also ich will jetzt nicht den Namen der Community sagen, ne? Das Ding ist gegessen, aber es ist halt, wie du schon sagtest, es gibt halt unterschiedliche Communities. Also ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich dann eben bei FIFA hängen geblieben bin. Und das Klientel oder der Umgangston ist halt ein ganz anderer wie den ich halt im Simracing erfahren habe. Also hier, ob das jetzt über Facebook-Gruppen ist oder ob das jetzt über die Community ist oder mit den Jungs jetzt hier. Man hilft sich gegenseitig, ne? Das ist kein negativer Umgangston, sondern ja, was machst du anders? Wie kannst du mir helfen? Können wir vielleicht am Setup ein bisschen arbeiten, um ein bisschen schneller zu werden? Also man hilft sich da gegenseitig und das ist halt ein ganz anderer Umgangston. Es sind halt auch hauptsächlich Leute, wie ich jetzt finde, die halt Mitte 20 aufwärts sind, ne? Also die halt diesen Sim-Sport halt gerne betreiben und das auch mit einem gewissen Hintergrund, mit einem gewissen Ehrgeiz. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, in die FIFA-Community schaue. Ne? Also das, ja, so war es halt eben bei mir. Und gut, man entweder es passt oder es passt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der SRL fühle ich mich pudelwohl mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Und das passt wie Äckelchen auf Töpfchen. Man muss dazu sagen, wir haben uns relativ bewusst, also der René und ich, wir haben uns relativ bewusst auch etwas ältere, in Anführungsstrichen, Leute jetzt genommen, dass wir über die gleichen Themen sprechen können. Daddy Cool Racing Team leitet sich auch davon ab. Der Flo ist 36, der Dennis ist auch 36, 37, ich 37, der René 36 und wir sind so der grobe Stamm von dem Ganzen und wir sind halt alles Väter. Na, und Boney M., das Lied Daddy Cool, lief dann irgendwann und da war es dann um den Namen halt dann auch irgendwie geschehen und das haben wir dann auch versucht, dann in den nächsten Bereich, sprich in den PC-Bereich mit reinzunehmen. Ne? Unser jüngstes Mitglied ist der Fabian, der ist jetzt vor kurzem dazugekommen, um uns in der Endurance League zu unterstützen. Ist 26 und passt wunderbar bei uns rein. Wir sind eine schöne, homogene Gruppe. Und ja, ich denke, da könnte es durchaus zu Problemen kommen. Wir hatten, glaube ich, mal einmal einen 18-Jährigen mit drin, ne? Glaube ich, der Das ist ist Wahnsinn. dann, ja, der ist dann ganz schnell wieder geflüchtet, als der dann die Männergespräche mitbekommen hat. Ja, ne, ist auch immer kein Garant dafür, ne? Genau, es gibt auch generationsübergreifend Teams, die funktionieren, aber ich weiß genau, was ihr meint. Das ist dann doch so eine gewisse Wohlfühlzone und das soll es natürlich auch sein, wenn man irgendwie, ich sag mal, vom Reifegrad her so ungefähr auf demselben Level ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ihr habt schon erwähnt, genau, ihr seid so ein bisschen aufgeteilt, 50-50 oder zwei Drittel auf den Konsolen und auf dem PC-Bereich, aber im Moment höre ich das richtig raus, ausschließlich in Assetto Corsa-Kompetitionen oder auch noch in Gran Turismo oder irgendwelchen Bereichen. Nein, momentan ausschließlich auf ACC. Ich glaube, der Alex, der hat noch ein bisschen iRacing-Erfahrung. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit er das jetzt noch betreibt, aber ich glaube, hauptsächlich ist ACC unser Segment, wo wir halt eigentlich nur unterwegs sind. Die Gran Turismo-Geschichte, das machen wir eigentlich nur just for fun. Ne? Also, um richtig Racing zu betreiben, würde ich stark behaupten, dass Assetto Corsa das Nonplusultra ist. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, das ist dann auch. Nee, sag ruhig, Alex. Also ich denke, ohne da jetzt irgendwem vor den Kopf zu stoßen, dass die Fahrphysik in ACC einfach ein bisschen mehr näher an der Realität ist als bei GT7. Das ist meine persönliche Meinung.
wie gesagt, ohne Wert in irgendjemandem, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, irgendjemand vom Kopf stoßen will, aber das ist schon ein großer Unterschied gewesen, als ich das erste Mal dann so ein GT3-Fahrzeug wirklich über den Nürburgring gedreht habe und, keine Ahnung, die ersten 5 Kurven immer abgeflogen bin. Na, da hattest du noch keine Ahnung, du musst die Reifendrücke machen, du musst vielleicht die Stoßdämpfer oder den Flügel oder was weiß ich nicht, was du da alles verstellen kannst in alle Himmelsrichtungen. Musst du da irgendwie noch ein bisschen einstellen. Und das ist so ein stetiger Lernprozess. Gerade bei ACC, ne? Und das ist auf jeden Fall auch noch ein Bereich, über den wir dann auch noch mal ein bisschen sprechen werden. Aber ich glaube auch wirklich, jeder, der ACC mal selbst ausprobiert hat, wird also sehen, dass das wirklich noch mal eine ganz andere Klasse an Simulation ist. Du hast gerade gesagt, ja, auf jeden Fall auch anspruchsvoller. Man fliegt dann am Anfang erstmal in den ersten Kurven ab. Man muss sich also deutlich tiefer reindenken, auch in die Physik und in die ganzen Bauteile des Fahrzeuges. Aber auf der anderen Seite finde ich auch immer, ist das Kurvenverhalten in ACC trotzdem auch nachvollziehbarer. Es ist immer schwierig, einen Vergleich zur Realität zu ziehen. Die wenigsten von uns haben wirklich mal in einem GT3-Wagen drin gesessen, aber zumindest, und das höre ich so ein bisschen heraus, ging es mir eben auch so, dass ich in der Kurve in ACC immer deutlich mehr das Gefühl habe, ich weiß, warum das Auto das gerade macht oder eben auch nicht macht, was natürlich insbesondere in arcadigeren Racing-Games dann eben nicht der Fall ist. Da ist GT7 einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gegangen, hat aber, glaube ich, auch nicht so richtig den Anspruch, jetzt die hundertprozentig reinrassige Simulation zu sein, ist da auf jeden Fall mal noch zugänglicher. Aber ja, ACC ist definitiv nochmal ein ganz anderer Level, auf den man sich aber natürlich auch einlassen muss und auch einlassen möchten muss. Das war jetzt kein Deutsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil es ist eben nicht das Spiel, was ich mal abends eine halbe Stunde anmache, 2 Rennen in der Open Lobby fahre, sondern da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz und Training reinsetzen, ne? Ja, durchaus. Und mit den Jungs dann macht es dann halt auch halt einfach Ellenspaß, dass du abends um 9:30 denkst, oh, gehst jetzt ins Bett oder drehst du noch ein paar Runden, guckst du mal eben, wer ist denn da so, und dann kommst du wieder ins Quatschen und dann wird es auf einmal doch wieder 1 Uhr nachts. Und ganz kurz nochmal zu GT7. Ich glaube, die Bandbreite in bei GT7 von den Autos her. Ich glaube, das wäre einfach gar nicht machbar, da eine richtige Fahrphysik aufzubauen, die nicht irgendwie so ein bisschen allgemeiner gehalten ist, sag ich mal. Ne, ich denke auch, dass da gibt's irgendwie 1000 Autos oder so, ne? Genau, sind jetzt ein paar hundert sind's, aber trotzdem, du hast vollkommen recht, das ist natürlich eine andere Komplexität. Und ich finde auch, dass es eine ganz besondere Stärke von ACC ist. Und eine Sache, die am Anfang ja eher so ein bisschen, viele auch sehr unsicher waren in den Communities, kann das funktionieren? Ausschließlich GT3, also mittlerweile ja auch GT4 und Cup-Fahrzeuge in ACC. Aber ich glaube, das tut der Simulation einfach sehr, sehr gut, weil ein sehr, sehr starker Fokus da ist. Und das Spiel ist jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich unterwegs, und von dem her gebe ich dir recht. Polyphony, also die Entwickler von Gran Turismo, sind natürlich auch ein bisschen größer als jetzt Kunos. Ich würde mal eher sagen, Kunos wahrscheinlich eher so ein Entwicklerteam im zweistelligen Entwicklerbereich, während Polyphony wahrscheinlich im dreistelligen Bereich unterwegs ist. Aber wir wollen nicht wieder zu Gran Turismo abswitchen, weil ich glaube, wir haben echt noch ein paar schöne Sachen, die wir über ACC erzählen können. Und deswegen würde ich gerne so langsam die Brücke bauen zur Konsolen- und PC-Version, aber mich würde jetzt mal interessieren, ihr beiden hattet das schon mal ein paar Nebensätzen erwähnt, vielleicht Dennis, wie muss man sich das bei dir vorstellen? Du hast einen Rig, vermute ich mal, ich glaube, das habe ich schon mal herausgehört, aber wenn du ACC auf der Konsole spielst, wie muss man sich das vorstellen? Wo sitzt du? Wie sieht es um dich herum aus? Ja gut, mein Rig steht momentan in der Ecke in der Fahrschule. Da habe ich meine kleine Spielecke fertig gemacht. Das Ganze war mal bei mir oben in der Wohnung. Allerdings bin ich vor kurzem auch im November Vater geworden. Und da musste der Platz dann weichen für den Kleinen. Aber das habe ich auch gerne gemacht. Nichtsdestotrotz, ich habe früher mal mit dem G29 von Logitech angefangen, wie wahrscheinlich viele andere auch, mir das Ding einfach auf den Tisch draufgeklemmt, mich davor gehockt und angefangen, ein paar Runden zu fahren. Ja, und inzwischen ist es halt ein Alu-Rig geworden mit Vollschale und einem 49 Zoll Curved Monitor, mit so kurzem auch noch
geupgradet mit dem Fanatec Podium, worauf ich halt längere Zeit warten musste aufgrund der längeren Lieferzeit. Ja, so sieht es halt bei mir aus und es macht mega viel Spaß. Also so ein Sim-Racing-Rig macht auch mega viel Arbeit. Irgendwie hört es nie auf, irgendwie Sachen zu verbessern oder Neuerungen zu modifizieren. Ja, und wahrscheinlich geht es auch irgendwann mal in den Bereich PC, aber davon bin ich jetzt erstmal weg. Dafür macht es mir auch momentan ein bisschen zu viel Spaß auf der Konsole. Wenn jetzt ACC auf der PS5-Version jetzt vielleicht auch bugfrei laufen würde, dann wäre es vielleicht auch nochmal umso schöner. Weil wir haben gerade so ein bisschen den Switch. Wir fahren in der Endurance League in der PS4-Version und bei der SRL im Liga-Format auf der PS5 jetzt seit neuestem. Da ist immer so dieser Umschwung von der neuen Version auf die alte Version ist natürlich auch immer ja, mit ein bisschen Schwierigkeiten im Hintergrund. Ja, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber das geht halt. Und bevor wir über das Setup von Alex sprechen, würde mich nochmal interessieren, genau, dann kennst du ja sowohl die PS4 als auch die PS5-Version, die ja quasi mit der Xbox One und Xbox Series-Version identisch ist. War für dich der Schritt auf die Next-Gen-Konsole, war das ein deutlich spürbarer? Hat das ACC wirklich spürbar gut getan? Es wurde ja schon im Vorfeld sehr viel diskutiert, was gibt es an Neuerungen und was sind so diese Vor- und Nachteile. Wir haben uns natürlich alle darauf gefreut, irgendwann mal die PS5-Version runterladen zu dürfen. Wir wurden alle extrem enttäuscht, als wir uns die runterladen durften, weil das Spiel einfach zu verbuggt war. Also es war nicht spielbar, was uns sehr enttäuscht hat. Wir sind teilweise auch eine längere Zeit jetzt noch auf der PS4-Version unterwegs gewesen, aufgrund dessen, Kunos hat vor kurzem ein Update gebracht, um ein paar Bugs zu fixen. Das hat auch gefruchtet, aber es sind immer noch ein paar Bugs im Spiel. Gerade wenn man im Streamer-Segment unterwegs ist und vielleicht auch Liga-Rennen kommentiert, ist das gerade nicht vom Vorteil. Aber ansonsten muss ich tatsächlich echt sagen, von der Grafik hat sich einiges getan. Das Reifenbild hat sich deutlich verändert. Also es ist jetzt nicht wie in der PS4-Version, dass ich vielleicht eine Runde brauche, um meine Reifen in einem gewissen Temperaturfenster zu bekommen, sondern in der PS5-Version muss ich halt 3-4 Runden mehr investieren, damit ich meine Reifen eben auf ein gewisses Fenster bekomme und muss dementsprechend noch ein bisschen langsamer machen. An der Fahrphysik persönlich habe ich jetzt grundsätzlich nichts gravierend irgendwie was feststellen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt, aber ich konnte meinen Fahrstil halt dementsprechend gut angleichen. Also auch meine Setups, die ich in der PS4-Version hatte, fruchten tatsächlich auch auf der PS5-Version mit vielleicht den ein oder anderen Anpassungen, die aber jetzt nicht gravierend sind. Aber im Grundsätzlichen kann ich tatsächlich sagen, dass die PS5-Version jetzt deutlich besser zu fahren ist und es macht einfach viel Spaß. Okay, cool, vielen Dank. Und da werden wir später noch mal ein bisschen näher noch mal drauf eingehen, mal ein bisschen die Konsole mit dem PC zu vergleichen. Und Alex, du bist ja mittlerweile komplett auf dem PC unterwegs, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie muss man sich dein in Anführungsstrichen virtuelles Cockpit vorstellen, was ja gar nicht mehr so virtuell dann ist. Es ist ja eigentlich real, aber du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ist auch ein Alu-Rig. Ich sitze nicht in der Vollschale, ich sitze in einem rückenverstellbaren Racing-Sitz und das ist auch sehr angenehm, wenn du mal auch mal irgendwie ein Video gucken willst oder vielleicht auch was anderes zocken willst. Alu-Rig, ich habe mir im Dezember, kurz vor Silvester, bin ich das Sim-Racen ist ein Fass ohne Boden. Man kann upgraden in alle Himmelsrichtungen und man kann machen und tun. Und dann gab es halt die Fanatec DD. Die war auf einmal verfügbar. Was bei Fanatec auf der Seite ja nicht unbedingt Alltag ist, dass irgendwo unter gefragten Items verfügbar steht. Und dann habe ich einfach gesagt, wisst ihr was, ich drücke jetzt auf Kaufen. Und dann hatte ich das irgendwie 5 Tage später. Das allerdings hat mir auch echt so ein bisschen das Genick gebrochen, weil jetzt habe ich einen PC hier stehen gehabt, bin auf dem PC gefahren, habe meine PlayStation-Jungs aber da, bin in der Liga noch mitgefahren und die Fahrphysik zwischen PlayStation und PC ist schon
echt eine ganz andere Hausnummer als von PS4 auf PS5-Version irgendwie. Also der Switch von PS4 auf den PC war super einfach, aber das Zurückgehen wieder auf die PlayStation, auf die Konsole, ist super, super hart, weil ich würde ganz klar behaupten, dass die PC-Version einfacher zu fahren ist. Das ist interessant. Wie würdest du dir das erklären? Woran könnte das liegen? Ich denke, es ist ausgereifter, so ein klein wenig. Ich bin eine Woche beispielsweise PC gefahren. Wir hatten dann, glaube ich, ein Rennen auf dem Nürburgring. Ne? Und ich sagte, ey, Nürburgring habe ich drauf. Ne? Keine Ahnung, kenne ich wie meine Westentasche. Wir haben ja gerade schon gesagt, 8 Stunden Endo-Rennen da gehabt und zigtausende Trainingskilometer. Eben die DD wieder runtergeschraubt, CSL drauf, PlayStation angeschlossen. Und dann bin ich eine Stunde vor dem Rennen noch ein bisschen trainiert und habe schon gedacht, oh, das könnte aber arg in die Hose gehen. Man hat, wie kann ich das erklären? Die Gegenpendler, gerade dieses Über- und Untersteuern, ist auf der PlayStation viel, viel ausgeprägter. Mhm. Und wir alle kennen das, glaube ich, wirklich, und da spreche ich wirklich, glaube ich, von allen auf der PlayStation. Kriegst du den Drift, kriegst du den Pendler, bist du raus. Dann drehst du dich, schlägst irgendwo ein, du kriegst den Gegenpendler und du kannst das Fahrzeug nicht mehr einfangen. Was meiner Meinung nach so ein bisschen, wenn wir wieder von der Realität sprechen, glaube ich nicht so ist. Da ist der PC, glaube ich, etwas näher dran, weil halt auch viel mehr Performance dahinter steckt. Ne? Aber das ist auf jeden Fall so. Ich habe den René hier gehabt. Und den habe ich kurz auf Monza, sag schnell, was fahrt ihr, was seid ihr in der Endo League nochmal gefahren? Den Nissan, genau. Hat er sein Setup eben mitgenommen, ist die ersten Meter gefahren und sagte so, boah, auf der PlayStation wäre ich jetzt abgeflogen. Hier kann ich eben gegenlenken, kurz den Drift auffangen, kurz runterschalten, kurz anbremsen und man hat mehr Möglichkeiten bei einem Fehler sein Auto wirklich, wirklich zu fangen. Ne, das Reifenmodell ist was anderes, wenn du den Reifen überfährst, ist der platt. Ne, du driftest dreimal durch eine Kurve, sondern hast du orangen Reifen, hast einen Bremsplatten drin, hast kein Grip mehr drauf. Also da würde ich, ja, die These stelle ich einfach so in den Raum. PlayStation ist definitiv schwerer zu fahren als PC. Das ist ja mal ganz interessant. Die PC-Version ist ja auch von den Update, von den Patch-Stufen immer ein paar Stufen weiter voraus. Und ich glaube, gerade auch das Reifenmodell war ja eines der oder einer der großen Verbesserungspunkte in den letzten Monaten, wo sich Konsolenspieler dann hoffentlich auch drauf freuen können. Vielleicht nochmal kurz abzuschließen. Dein Rig, jetzt habe ich gehört, Aluminium-Rig, ein verstellbarer Rennsitz. Wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt. Das ist ja super, super, super spannend. Okay. Darf man Werbung machen? Ja, klar. GT Omega. Müssen 180, ich glaube, oder 165 Euro Sitz. Und ich habe wie im normalen Auto, kann ich mich hier hinlegen, nach hinten, kann den Sitz verstellen. Hab hier einen kleinen Hebel dran. Ist nichts hyper Besonderes, aber super gemütlich. Ja, Alu-Rig, das Motedis S-Dream, das ist mittlerweile schwarz geklickert. Das sieht nämlich alles ein bisschen eleganter dann aus. Natürlich. Und ist schneller. Schwarze Rigs sind immer schneller. Absolut. Ich spüre auch manchmal hier den Fahrtwind, also ganz ehrlich. Hab halt mein PC hier nur noch alleine stehen, ohne die PlayStation. Und ich musste mich wirklich mit und mir blutet das Herz, weil der Stamm hier, der Joker, der René, wir haben etliche Abende besoffen teils vor den Dingern gesessen und haben Tränen gelacht und am nächsten Tag taten der Bauch weh und also da blutet mir echt so ein klein wenig das Herz, dass ich die Jungs nicht mehr abends mit auf meinem Headset drauf habe
Und ich hoffe doch inständigst, dass PlayStation und Discord ihre Pläne so langsam mal in die Tat umsetzen und eine App für die PlayStation generieren, eine Discord-App generieren, wo wir dann von der PlayStation als auch vom PC aus auf die App zugreifen können und dann sind wir wieder alle zusammen. Zwar nicht mehr können wir nicht mehr miteinander racen, aber wir können uns dann endlich mal wieder unterhalten und mal ein bisschen dummes Zeug quatschen. Sehr cool. Und vom Bildschirm bist du aber, glaube ich, noch in einem Single-Screen unterwegs oder schon auf deinem Bildschirm? Ich bin im Single-Screen 32 Zoll Curved Monitor. Und ist ausreichend. Ne? Wie gesagt, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Und so der ein oder andere Hirnfurz war auch schon mal im Kopf. Hey, holst du dir noch zwei davon? Ja, Platz hättest du ja, ne? Was sagt dann die Frau dazu? Ne? Und ja, dann komme ich aber nicht mehr ans Racen. Dann sitzen meine Kinder nur noch da drin. So, die sind auch ganz fanat da drin. Mein kleiner Dreijähriger. Das darf ich eigentlich sagen. Mein Dreijähriger, der kriegt es einfach jetzt schon hin, auf der Strecke zu bleiben. Ne? Ich stelle das Feedback einfach runter und ja, ist ganz, ganz herrlich. Ganz, ganz herrlich. Sehr, sehr cool. Schön, dann haben wir ja tatsächlich auch schon drüber mal ein bisschen gesprochen. So Unterschiede PS4, PS5-Version, also auf jeden Fall ein spürbarer technischer Schritt, der ACC auf der Konsole, glaube ich, auch wirklich, wirklich gut getan hat. Aber trotzdem noch ein deutlicher Schritt zur PC-Version weg. Und was denkt ihr? Wahrscheinlich die Kluft zwischen Konsole und PC wird wahrscheinlich immer bleiben. Oder wie würdet ihr die Situation ACC so in den nächsten Jahren einschätzen? Was denkt ihr, was sich da vielleicht noch tun wird oder was vielleicht auch definitiv nicht? Also ich glaube, dass die Kluft noch größer wird. Also ich, das, was ich halt so mitbekomme von Leuten, die eben auf dem PC unterwegs sind, dass die Möglichkeiten halt extrem sind, Triple Screen, dann irgendwelche LEDs, um die Flaggen auf der Strecke wiederzugeben, Buttonbox und was auch immer. Also die Möglichkeiten auf dem PC sind, glaube ich, sehr unbegrenzt. Ich habe da schon einige Rigs gesehen, wo ich echt die Kinnlade, die ist mir runtergefallen. Das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie auch auf dem PC beziehungsweise auf der PlayStation rüberkriegen könnte, aber es ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Ne? Also PlayStation, die schmeiße ich an und dann kann ich fahren, vielleicht noch ein Setup erstellen und dann wird aber auch direkt auf die Strecke gegangen. Auf dem PC habe ich viel mehr Möglichkeiten, Sachen einzustellen und es wird komplizierter teilweise. Das ist das, was ich halt so festgestellt habe. Wenn ich kurz dazwischen funken darf, und das macht halt dann die Konsole einfach aus, ne? Ich bin persönlich nicht so der größte Computer-Freak. Mein PC wurde auch von meinem Cousin zusammengebaut und zu mir geschickt, alles vorkonfiguriert. Und die PlayStation, wie der Dennis gerade sagte, die schaltest du halt einfach an und dann läuft das Ding. Und das läuft am nächsten Tag auch genauso. Und am darauffolgenden Tag auch so. Beim PC hast du das manchmal, da machst du den abends aus, machst am nächsten Tag an und denkst dir, warum kann ich das jetzt nicht mehr spielen? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Welche Verknüpfung habe ich, welchen Klick habe ich hier falsch gemacht? Ne? Also, wo sind meine Audiotreiber? so ein Quatsch halt einfach. Ne? Und dann geht von einem auf den anderen Tag, wie ich jetzt bei einem Kollegen aus der SRL mitbekommen habe, ist auf einmal die Grafikkarte platt. Am Abend noch gespielt, am nächsten Tag irgendwie, keine Ahnung, war Wochenende oder sowas, hat er dort morgens angemacht. Schwarzer Bildschirm. Weder BIOS noch sonst irgendwas. Also, und das ist der große, ist dann der Vorteil der PlayStation oder der Konsole. Knopf drauf, läuft. PC, hast du ab und zu mal so das ein oder andere Problemchen. Ich für meinen Teil Gott sei Dank bisher noch nicht, aber ich habe es schon oft gehört, auch bei uns in der Community.
Und das finde ich auch cool, dass wir da so offen das Thema ansprechen. Deswegen ist es, glaube ich, auch optimal, dass wir euch hier heute mit dabei haben, weil ihr eben sowohl die Konsolen- als auch die PC-Seite kennt. Ich glaube, es geht zumindest einigen Consoleros so, dass sie immer mal wieder links und rechts neidisch zum PC-Bereich rüberschauen, was ja Dennis auch schon gesagt hat, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ich meine, der Triple Screen ist das eine, aber natürlich auch einfach die Berechnungspower im Hintergrund, die ganzen zusätzlichen Gimmicks wie genau LED-Lampen für Anzeigen der Flaggen, die Buttonboxen mit zusätzlichen Funktionen. Also wirklich, da gibt's ja, da kannst du dir ja wirklich ein echtes Rennauto zu Hause bauen. Also es ist wirklich unglaublich. Aber auf der anderen Seite bin ich komplett bei dir oder bei euch. Die Konsole ist halt einfach der deutlich bessere Zugang, der deutlich einfachere Zugang, der deutlich einfacherer Einstieg auch. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, und das ist auch so ein bisschen die Mission hier von diesem Podcast, auch ein bisschen die Augen zu öffnen und zu sagen, diese in Anführungsstrichen Konsolen oder in dem Fall Systemkriege einfach mal hinter sich zu lassen und zu sagen, alle Bereiche haben ihren Vorteil. Und ja, wir sind zwar jetzt auch, sag ich mal, mittlerweile aus den Konsolengenerationen raus, dass alles super fluffig läuft. Ja, wir müssen teilweise eben auch, Dennis hat es vorhin schon mal gesagt, kommen Spiele raus, funktionieren dann eben wenig bis gar nicht und müssen dann erstmal gepatcht werden und so weiter. Aber im Prinzip ist es wirklich so, du kaufst dir die Konsole und du weißt, die nächsten mindestens 6, 7, vielleicht auch 8 Jahre kannst du auf diesem System fahren und du musst nichts upgraden, es wird auf jeden Fall funktionieren, das ist wirklich ein riesen, riesen Vorteil. Auf der anderen Seite hat der PC natürlich viel mehr Möglichkeiten, aber vielleicht eine kleine Anekdote und die hat wenigstens auch mit einem Rennspiel zu tun. Ich erinnere mich noch ganz gut, ich glaube, das war Need for Speed Hot Pursuit 2. Das hatte ich mir damals auf einem relativ neuen Gaming-PC geholt, aber halt auch vom Taschengeld bezahlt. Das war jetzt keine riesen NASA-Maschine. Aber ich erinnere mich noch, das Spiel hat funktioniert, es sah gut aus, aber die Texturen der Reifen haben nicht geladen. Die Reifen waren weiß, weil meine Grafikkarte damals eine spezielle Funktion nicht unterstützt hatte. Und ich musste mir dann eine neue Grafikkarte kaufen, damit ich die Reifen im Spiel sehen konnte. Das sind so die Erlebnisse, wo ich gesagt habe, das ist das. Ne, und da gibt es Leute, die basteln da auch total gerne dran rum und fuchsen sich da rein. Da gibt es so Leute wie mich, die macht das eigentlich nur aggressiv und schön. Und deswegen finde ich es immer so schön, dass es beide Welten gibt und beide haben so ihre Pro und Kontras. Und das habt ihr, glaube ich, gerade sehr, sehr schön verglichen. Ja, ich bin... Entschuldigung, mach weiter. Ja, ich bin halt auch ein Fan davon, ne? Knopf drauf und dann läuft das. Jetzt hatten wir gerade einmal kurz um noch mal ein bisschen Vergleich, warum PC, warum PlayStation. Man kommt, wenn man den Schritt wagt, ist es definitiv eine Kostenfrage und ich denke, dass man mindestens, wenn man einen fertig gebauten, jetzt mittlerweile kommt man unter 1.500 Euro, da glaube ich gar nicht mehr dran. Also ich habe jetzt 2.000 Euro investiert, gut investiert in eine solide Technik, keine High-End-Technik, aber es muss natürlich irgendwo ein bisschen zusammenpassen. Reden wir, wenn ich da kurz reingrätschen darf, bei diesen 1.500 bis 2.000 Euro, reden wir nur vom PC, also ohne das ganze Equipment drumherum? Ja. Ja. Tower, Mainboard, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, ja, genau. Genau, richtig. Das ist vielleicht guck etwas, was einige Leute auch abschreckt. Ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, man hat auf der PlayStation auch unheimlich viele Möglichkeiten, sein Rig irgendwie zu modifizieren. Ne? Also wenn ich das jetzt mal grob überschlage mit dem Setup, welches ich hier stehen habe, dann sind das circa 3.500 Euro. So würde da jetzt noch ein PC mit dazukommen, rechne ich persönlich, weil man muss natürlich auch bedenken, irgendwann wird ein PC älter, die Grafikkarte reicht vielleicht nicht für die Leistung aus, man muss sich vielleicht irgendwelche neuen Komponenten dazu holen. Das nutzt dann, sich ja auch ab. Das ist es eben. Ja, und dann muss ich wieder neues Geld investieren, um den PC irgendwo auf den Standard zu halten, wo dann eben dieses gewisse Racing-Game dann eben auch stabil läuft. Ne? Und ich habe das mal grob überschlagen. Also für den Zweck, wie ich den PC gerne hätte, müsste ich hier auch mal 2.000 bis 2.500 Euro mit dazu rechnen. Ja, und das ist natürlich auch irgendwo geldtechnisch, muss man sich dann immer hinterfragen, wo möchte ich mit dem Simracing hin? Wie weit möchte ich gehen? Natürlich, wie gesagt, es gibt unzählige Möglichkeiten, die ich mit dem PC habe. Aber auch wiederum diese ganzen Modifikationen wie Buttonbox und diese LED-Lämpchen und vielleicht diese Triple-Screen-Geschichte,
Das kostet ja wiederum auch Geld. Und hier ist man bei der Konsole natürlich recht gut aufgestellt. Man hat die Konsole, ich glaube, was kostet die PlayStation 5 jetzt momentan? Ich glaube 500, 600 Euro. Sollte sie kosten im Normalfall, ja. Richtig, genau. Ja, bei Kleinanzeigen wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber im Grunde genommen hat man natürlich ein sehr gutes Setup hier dann stehen. Und wie gesagt, also es geht immer... Nach oben ist keine Grenze gesetzt und man muss sich natürlich überlegen, was kann ich mit dem PC anstellen, inwieweit kann ich in welche Communities mit rein. Es gibt natürlich auch Racing-Communities wie die LFM, die ich für die PlayStation oder diese Consoleros, wie du sie genannt hast, eben dann eben nicht zu fahren sind, weil eben keine Rennen für diese Communities vorhanden sind für die PlayStation. Das ist es halt. Ne? Also man hat ein größeres Spektrum auf dem PC, man hat größere Communities auf dem PC, gewisse Leute, die man vielleicht auch aus YouTube oder Twitch kennt, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, fahren alle auf dem PC. Und da sind die Consoleros natürlich ein bisschen nach hinten geschoben. Ne? Aber nichtsdestotrotz, die Community ist trotzdem stark und wird auch weiterhin stark vertreten sein. Ich möchte mal ganz kurz nochmal eine These in den Raum stellen. Wer einmal PC gefahren ist, wer einmal mit 40, 50 Autos auf einer Strecke war, die alle wirklich Auto fahren können, der wird wahrscheinlich die PlayStation schön ins Regal stellen, in die Vitrine zum Angucken, alles schön, bleibt da. Ich fahr. Der wechselt nicht mehr zurück. Ganz, ganz klare Sache. Genau, wenn man eben vorher die Investition getätigt hat und so weiter. Aber glaub, bin ich fest davon überzeugt, ist das mit Sicherheit ein fantastisches Erlebnis. Aber ich glaube auch wirklich mit einer Botschaft nach draußen, lasst euch nicht einreden, dass man nur auf dem PC Spaß haben kann. Ich glaube, das habt ihr auch ganz gut dargestellt. Ja, da geht mehr. Es ist manchmal vielleicht ein bisschen hübscher, ein bisschen fanziger. Und gerade wenn man das Hobby wirklich auch möglichst nah an den realen Motorsport ausweiten will. Aber man kann auch auf der Konsole sehr viel Spaß damit haben und am Ende lasst euch nicht einreden, dass man das ganze Equipment auch braucht. Und ich glaube, aber da könnt ihr mich gerne korrigieren, das ganze fancy Equipment macht einen auch nicht zwangsläufig zu einem schnelleren Fahrer, ne? Absolut nicht, nein. 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 Da zählt, da braucht man ein bisschen Training und ein bisschen Talent für. Ich glaube, Training macht das Ganze ein bisschen mehr aus. Wenn ich jetzt für uns spreche, ich weiß, dass der Alex sehr häufig online ist im PC-Bereich. Auch wir in der PS-Fraktion sind eigentlich fast täglich unterwegs, um für unsere Rennen zu trainieren und Setups zu erarbeiten. Also ich glaube, da gehört ein bisschen mehr zu, um schnell zu sein, als nur ein schwarzes Rig irgendwie in der Ecke stehen zu haben. Ja. Obwohl ein schwarzes Rig eine gute Basis ist. Also. Dazu kann ich auch noch kurz was sagen. Wie hieß denn mein bester Freund auf der PlayStation? Kannst du dich mal dran erinnern? Ja, wie hieß der denn nochmal? Crazy Food. Genau. Ich glaube, ein 22-jähriger Typ aus Leipzig. Super geiles Rennen mit denen auf Kialami gefahren und ich schreibe die Leute immer an, so, hey, na, super, alles cool gewesen. Woher kommst du, wo bist du, um neue Leute irgendwie zu finden? Vielleicht hast du ja wieder das Glück, dass so ein René um die Ecke wohnt irgendwie, ne? Und den haben wir dann so ein bisschen mit bei uns reingenommen. Das ist übrigens, glaube ich, auch der dann relativ schnell wieder weg war, leider. Ja, und der hat uns alle mal eben nass gemacht. Und irgendwann haben wir so gefragt, na und, was fährst du so lenkradmäßig und so weiter? Stille im Raum. Und dann sagt er, ich fahre auf dem Joypad. Ja, genau, die Beispiele gibt es wie Sand am Meer, ganz genau. Total also, geil. Ein paar richtig, richtig schnelle Racer dabei. Also wirklich Respekt, aber es ist ein schönes Beispiel, genau. Es ist, ich glaube, wir sind uns alle einig, das Feeling in einem Sitz mit dem Lenker zu sitzen, es macht dann einfach wahnsinnig Spaß, aber es ist krass, wie schnell manche am Controller sind. Das ist wirklich beeindruckend. Ja, absolut. Also für mich war ein Joypad, ein Driving war immer Gran Turismo. Das habe ich irgendwie so als Fun genutzt. Mhm. Das ging auch sehr häufig mit dem Joypad, aber sobald es halt in den ACC-Bereich geht, dann kommt man nicht drum herum, sich ein Wheel, eine Base und vielleicht auch einen Rig zu besorgen. Ja, wenn man Form auch immer. Ist, so wie wir, dann muss ein Rig her. Also wenn man so ein
so ein crazy Junge ist, der das voll drauf hat, wie der Daniel, so dann, also es war schon krass, zumal wir immer bei unserem SA, ne, irgendwie 85, ey, ich hab's geschafft, ich bin auf 92. Ne, und dann gibt's ja immer, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen an, ne, fragst du hin und her. Und dann fragen wir ihn auch wieder, so, wo stehst du denn? 99 und 4. Und der nächste Schlag ja. ins Gesicht. Ne, ja, so von, ja. Hey, du fährst auf dem Joypad, du fährst uns allen davon. Und das war schon krass. Also, wenn das vielleicht hören sollte, über Umwege, schöne Grüße an dich, Daniel. Schöne Grüße, genau. Schön, aber das kann man dann auch relativ einfach aufs Alter schieben. Ne? Das ist dann. Das muss man auch. Ich hab auf der PlayStation habe ich Formel 1 2021, glaube ich, ausprobiert. Ich bin einen Red Bull Ring gefahren, ich bin Imola gefahren und ich habe es ungelogen, habe ich es nach, ich glaube, anderthalb Stunden habe ich es ausgemacht und habe es nie wieder angepackt. Ich bin da definitiv zu alt für. Meine Reflexe reichen da nicht mehr für aus. Nicht am Lenkrad, nicht am Joypad. Also das war schon krass. Keine ja, Ahnung. Irgendwie war das, ist das alles viel, viel zu schnell. Würde ich mir Gedanken machen, Alex. Ja, ja, mein Gott, hör mal, ich gehe steil auf 40 zu. Was willst du, Junge? Ist ja froh, dass du aus dem Sitz rauskommst, ganz genau. Ja, genau, das wird auch immer schwerer, weil immer mehr um einen rum ist, ne? Und dann pellst du dich hier rein und ja. Ich glaube, ich jetzt ja, nochmal ganz zu. Ja, man muss dazu aber sagen, haben wir gestaunt. Ne? Also, dass jemand im HCC-Bereich mit dem Joypad so rumgehen kann, das war schon richtig deftig. Ja, krass. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nochmal eine schöne Gelegenheit, einen Bogen zu schlagen zur SRL, zur Sim Racing Liga, die ihr heute jetzt auch schon mal im einen oder anderen Nebensatz erwähnt habt. Denn ihr hattet auch schon gesagt, klar, im PC-Bereich sind an sich die Sim Racing Communities größer. Es gibt größere Veranstaltungen, an denen man dann auch teilnehmen kann, an denen am laufenden Band Rennen stattfinden. Aber die Sim Racing Liga ist sowohl im Gran Turismo als auch im ACC-Bereich ja, kann einem durchaus bekannt sein. Und das Schöne ist, hat jetzt eben seit einiger Zeit eben auch einen ACC-Bereich und sowohl auf der Konsole als auch im PC und da seid ja ihr auch recht aktiv unterwegs, ne? Das ist richtig. Wir sind auf beiden Plattformen aktiv. Ja gut, der Alex eher im PC-Bereich. Meine Wenigkeit ja in der PlayStation-Riege, aber die Sim-Racing-Liga ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg für jeden, der in den Sim-Sport einsteigen möchte, weil wir von Anfänger bis sogenannten Aliens eigentlich alles dabei haben. Wobei ich auch sagen muss, dass die Jungs, die in der SRL vertreten sind, auch alle sehr hilfsbereit sind, alle sehr korrekt. Also das schon eine Community ist, wo man sich recht wohl fühlt. Ja, fühlt man sich zu Hause doch definitiv. Ja, genau. Und ist, glaube ich, auch ein guter Ausgangspunkt, wenn man zum Beispiel, es ist vollkommen egal, ob man jetzt solo unterwegs ist, vielleicht auch bleiben will oder vielleicht auch ein Team sucht. Das ist also wirklich eine nette Truppe, um auch ein paar Leute zum Mitfahren zu finden. Ja, erzählt gerne noch mal ein bisschen was, denn es gibt ja den klassischen SRL-Liga-Betrieb mit regelmäßigen Rennen. Vielleicht auch noch mal, wie regelmäßig finden die Geschichten statt? Und dann gibt es ja noch mal eine separate Endurance-Liga. Das ist ja dann noch mal ein bisschen anderes Konzept, aber dass sich vielleicht diejenigen, die vielleicht jetzt auch in ACC unterwegs sind und vielleicht noch was suchen, mal ein bisschen vorstellen können, wie das Konzept genau aussieht. Genau, also der Endurance-Betrieb, der geht ausschließlich über die PlayStation. Wir haben einen normalen Liga-Betrieb, der jetzt dadurch bedingt, dass jetzt die PS5 rausgekommen ist, natürlich jetzt auf der PS5 wie auch auf der PS4 unterwegs sind. Einfach deswegen, weil auf der PS5 wir natürlich ein größeres Grid haben. Wir können das Grid mit 30 Fahrern voll machen. Auf der PS4 war es bis dato immer bis 20 Leuten gut gefüllt. Wir fahren Liga-Rennen immer alle, also im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir machen das immer abhängig von der Jahreszeit. Es gibt eine gewisse Sommerliga, die vielleicht ein bisschen kürzer läuft. Wir haben aber auch in den Herbstmonaten, in den Winter hinein und in den Frühling die größere Liga, die dann eben geplant wird mit, ich glaube, 9 bis 10 Rennen sind es. In der Sommerliga sind es knapp 6 Rennen. Ja, und da duellieren wir uns dann
Ganz häufig. Donnerstags ist das, ne? Alle bitte zwei, was? Oder? Ja, alle donnerstags Wochen, alle, ne? Genau, richtig. Also wir haben vor dem Rennen immer dienstags das offizielle Training für die jeweiligen Rennen. Und dann am Donnerstag sind dann eben die Rennen selber, die auch dann eben über Twitch oder über YouTube übertragen werden. Und natürlich kann sich jeder dazu genötigt fühlen, auch dazu zu stoßen. Also das ist jeder ist herzlich eingeladen. Die Endurance League ist der etwas größere Geschichte. Vielleicht den Hintergrund nochmal zu erzählen, aufgrund der Tatsache, dass wir letztes Jahr dieses Spendrennen auf dem Nürburgring hatten, welches 8 Stunden ging, kam irgendwie, ich weiß gar nicht von wem es war, aber die Idee, vielleicht so eine gewisse Endurance Liga ins Leben zu rufen, mit den Teams, die schon bei diesem Spendenlauf unterwegs waren, mit dem Fahrerfeld, ich sage jetzt mal 4 bis 6 Fahrer pro Team, und das bei 20 Teams dann eben. Ja, und das über eine Renndauer von 8 gestaffelt, glaube ich 12-Stunden-Rennen hatten wir jetzt vor kurzem auf Monza, dann gibt es 16-Stunden-Rennen und das letzte Rennen ist in Spa mit 24-Stunden-Rennen. Und es wird super angenommen. Das ist ein Event, was wir in der Bandbreite so noch nie angeboten haben. Das ist gut strukturiert und organisiert von 4 Leuten, die in der Orga sitzen. Von Renndauerberechnung bis, dann haben wir noch, na wie heißt es, eine Reko, eine Live-Reko, die immer an Bord ist. Die Übertragung mit den verschiedenen Streamer, die sich dann eben die Stints dann einteilen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache und hatten wir so in dem Umfang noch nie und mir persönlich macht es super viel Spaß. Und ich glaube, jeden, der dabei ist, genauso. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache mit Fahrerwechsel über Serverwechsel und so weiter und so fort. Also das ist eine richtig geile Geschichte und ich bin froh, da auch ein Teil von zu sein und jede Menge Leute kennenzulernen, die eben in dieser Endurance League vertreten sind. Ich würde ganz gerne mal kurz eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ist euch an anderer Stelle schon mal irgendwo ein Langstreckenrennen entgegengekommen im PlayStation-Bereich? Auch an die, die jetzt vielleicht zuhören? Vielleicht gibt es irgendeine andere Community, mit der wir vielleicht auch dann irgendwann nochmal kooperieren könnten oder sowas. Aber das ist das einzigartig, Leute da draußen? Meldet euch mal irgendwie über die entsprechenden Kanäle. Kommt mal rein, stellt euch vor und wäre ja mal interessant, ob es irgendwie ein Pendant zu uns gibt, ne? Genau, also das ist, da ist wie gesagt jeder herzlich eingeladen und man muss dazu auch direkt sagen, die Endurance League ist nicht nur eine Endurance League, die auf Basis der SRL besteht, sondern die in Zusammenarbeit mit der VML besteht. Also wir haben da 2 Communities zusammengeschlossen, die sich in der Orga komplett um diese Geschichte kümmert und das ist eine super Zusammenarbeit von der Planung von Anfang bis Ende, Streckenplanung, Rennplanung, Joinpläne, die es da gibt und so weiter und so fort. Also da kann sich jeder gerne anmelden für. Wir suchen immer mal Teams, die gerne, natürlich ist das Grid gerade voll mit Teams und Fahrern, aber wir sind immer auf der Suche nach neuen Leuten, die Lust haben, Simracing auf eine andere Ebene zu bringen, gerade im Konsolenbereich. Wir werden natürlich auch alles, über das wir heute geredet haben, in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr das anhört oder anschaut, auch verlinken, dass ihr einfach mal vorbeikommen könnt. Vielleicht nochmal kurz für alle, die jetzt Blut geleckt haben, die Einstiegshürde. Also was wäre, wenn jemand sagt, Mensch, er sucht eine Community zum Mitfahren, jetzt auch egal, ob PlayStation oder PC, was wäre der erste Schritt? Oder was müsste man unternehmen, um bei euch bei der SRL mit dabei sein zu können? Und runterladen. Genau, also wir sind ja so vertreten in allen Social Media Kanälen, ob das jetzt Instagram, Facebook ist. Man findet uns auch in den Facebook-Gruppen. Da gibt es ja unzählige, die mit Simracing zu tun haben. Einfach mal eine Frage anstellen und dann kommt man dann auch automatisch irgendwie mal auf die SRL. Wir sind breit gefächertes Feld von Leuten, die eigentlich überall vertreten sind. Ne? Ob das jetzt Leute im PlayStation-Bereich sind oder Leute, die im PC-Bereich sind. Man findet eigentlich in den Social-Media-Kanälen immer Leute, die in der SRL unterwegs sind. Also den Anschluss selber zu finden, glaube ich, ist weniger das Problem.
Wir haben auch Fahrerbörsen, Teambörsen, wo sich Leute dann eben einschreiben, die vielleicht auch noch ohne Team sind, die auch ein Team suchen. Man findet eigentlich recht schnell Anschluss und das ist das Coole an der Community. Cool, ich glaube. Nee, Alex, PC-Bereich, im PC-Bereich gibt es zum Beispiel den ACC-Bereich und auch seit neuestem, da werden insbesondere auch Langstreckenrennen gefahren. Im iRacing-Bereich sind da so ein paar Jungs ziemlich hart am Gas, auf jeden Fall. Ich glaube, das erste 24 Stunden auf Rennen auf Daytona mit Paco und Co. ist direkt irgendwie leider unglücklich auf P3 nur ausgegangen. Nur P3, oh. Ja, leider ja, weil 2 Stunden vor Schluss oder 3 Stunden vor Schluss nach einem Fahrerwechsel oder nach einem Pflichtboxenstopp wird er abgeräumt aufs Übelste, muss 11 Minuten in der Box stehen und es waren Siegchancen drin. Die Pace war da, die Berechnungen, wenn die wären, das wäre aufgegangen, also jetzt schweifen wir ab, aber die ACC, die Wunde sitzt tief, ich merke das. Ja, ich bin selbst nicht mitgefahren, aber ich habe, glaube ich, 16 Stunden davor gehockt und habe denen zugeguckt bis nachts um 4 und erst wollte ich mitfahren und dann war es mir aber doch zu hoch und weil auch erst die Anfänge in iRacing wären es dann gewesen, das wäre mein erstes Rennen gewesen und da, weißt du ja, wenn du dann im Cockpit sitzt, dann ist die Verantwortung gerade den anderen Jungs gegenüber doch schon sehr, sehr hoch, sein Auto nicht irgendwie in die Wand zu buxieren und das ganze Rennen dann einfach zu ruinieren halt einfach auch, ne? Ist uns allen schon passiert und ja, ist nie ein schönes Gefühl. Absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, ihr da draußen, ihr hört Dennis und Alex an, dass sie wirklich mit intensiver Leidenschaft bei ihrem Hobby mit dabei sind. Und ja, ich glaube, das war ein schöner, breiter Überblick über Assetto Corsa Competizione und auch mega cool. Und ich glaube, das hat es in dieser Form bisher auch noch nicht gegeben, mal wirklich mal die beiden Bereiche Konsole und PC mal ein bisschen zusammenzubringen. Dennis, Alex, gibt es noch irgendetwas, was euch besonders wichtig ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Ansonsten ist das eure Gelegenheit jetzt nochmal. Ad hoc fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich möchte, was ich noch loswerden möchte, doch eine Sache. Grüße an die DCR-Boys da draußen. Die werden sich das natürlich alle anhören. Und ja, nö. Ich hab vielleicht noch eine Sache. Für jeden, der Motorsport betreiben möchte auf eine gewisse Ebene und aber nicht diese 100, 200, 300.000 Euro hat, um dieses im realen Leben zu machen, für den ist Simracing eben eine richtig coole Geschichte. Und gerade auch im Konsolenbereich, Jungs, auch sofern ihr so viele Setups seht im PC-Bereich, Konsole ist gewissermaßen auch eine ganz, ganz coole Sache. Und lasst euch da nicht einreden, dass ihr das oder das oder das noch braucht. Also nicht 1.000 Euro ausgibt und in den Wind setzt, wenn ihr damit nicht zurechtkommt, sondern auch auf der Konsole seid ihr gut aufgestellt und habt eine super Community am Start. Das möchte ich als mittlerweile PC-Fahrer dann auch nochmals unterstreichen, wie ich anfangs erwähnt habe. Ich habe in einem IKEA-Schaukelstuhl vor meinem großen Flachbildschirm unten im Wohnzimmer gesessen, habe einen Wheelstand mit dem T150 für 200 Euro gekauft. Ist auch schon Geld, keine Frage. Das ist allerdings auch, glaube ich, das billigste Trustmaster, was es auf dem Markt gibt. Oder gibt es nur das T80? Ich weiß es gar nicht. Aber um da mal reinzuschnuppern, muss man nicht Tausende an Euros ausgeben. Das kommt irgendwann. Wenn man mit diesem Racing-Virus infiziert ist, dann kommt das von ganz alleine. Das ist dann ein schleichender Prozess und dann sitzt du auf einmal hier so in so einer Rennschale. Ne? Aber um die ersten Runden auf Gran Turismo, auf Project Cars oder Wreckfest oder was weiß ich nicht was, Rallye fahren oder sonst irgendwas. Jungs, kauft euch ein G29 oder ein T150, probiert es aus.
Und dann werdet ihr sehen. Entweder geht er mit oder sagt, das ist nichts für euch. Aber so mal eben 3.000, 4.000 Euro auf den Tisch hauen, auf den Tisch legen, das muss keiner. Und da ist auf der Konsole definitiv für die Anfänge besser aufgestellt. Also wir haben alle mal mit dem G29, glaube ich, angefangen. Ja. Das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Warnung am Ende. Achtung, Sim-Racing kann Spaß machen. Absolut. Es ist zum Hobby geworden, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Ne? Also Hobby, schräger Leidenschaft, ne? Ja, Leidenschaft ist das richtige Wort. Es ist eine Leidenschaft geworden. Leiden. Ja. Sonst gehe ich eigentlich nur sonntags mal spazieren, aber sonst betreibe ich eigentlich nur Sim-Racing. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und ich, wie gesagt, ich bin mega stolz auf die Jungs von der DCR. Auch meine Props gehen raus. Ich bin gerne ein Teil dieser Community. Ich bin auch super gerne ein Teil dieser SRL-Community und der Endurance League. Und es macht einfach mega viel Spaß, wenn man die richtige Community dann eben auch gefunden hat, um dieses Simracing, was man gerne betreiben möchte, dann auch in einem gewissen Niveau auch zu betreiben. Sehr schön. Alex, Dennis, vielen, vielen Dank. Das war, ich finde, ein schönes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schön, dass ihr euch die Zeit auch dafür genommen habt. Ja, absolut. Hat echt Spaß gemacht. Anfangs ein bisschen aufgeregt, das ein oder andere wird wahrscheinlich auch dabei sein, aber das wird uns verziehen. Wir sind so, wie wir sind. Ganz genau. Nee, super, ja. Super cool. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und wir konnten jetzt endlich mal ein bisschen nochmal in eine andere Welt oder zumindest in die ACC-Welt mal ein bisschen tiefer einsteigen und vielleicht euch auch mal ein bisschen die, ja, ich will nicht sagen Augen öffnen, das hört sich so negativ an, aber vielleicht noch ein bisschen die Assetto Corsa Competizione-Welt mal ein bisschen näher bringen. Ja, wie gesagt, alles, über das wir gesprochen haben, alle Social-Media-Kanäle, Discord-Kanäle und so weiter, werdet ihr auf jeden Fall in den Show-Notes finden, falls ihr Lust habt, mal persönlich vorbeizukommen. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback über diese Folge auf den genannten Social-Media-Kanälen, aber sehr gerne auch in den YouTube-Kommentaren, da wo dieser Podcast eben auch als eine Art Videoversion erscheinen wird. Und auf dem Discord-Kanal von KBTV findet ihr auch immer einen Bereich zu den einzelnen Folgen, wo ihr sehr gerne mal schreiben könnt, was ihr cool fandet, was ihr vielleicht auch nicht so cool fandet oder was ihr euch mal wünschen würdet. Also ihr seid herzlich eingeladen, egal wo ihr vorbeischaut. Ihr trefft auf offene Augen und Ohren und ja, wir hoffen, ihr hattet jetzt schöne Roundabout 60 Minuten und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, alles kann, nichts muss, auf Spotify und auf Apple Podcast bis zu 5 Sterne zu vergeben, um vielleicht auch anderen da draußen den Weg zum KBTV Sim Racing Podcast zu ebnen. Oder ihr sagt, den Schrott braucht kein anderer auf diesem Planeten, dann lasst es einfach oder gebt diesem Podcast einen Stern. Alles ist möglich. So. wir machen jetzt auch wirklich einen Haken dran. Ja, genau. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss und ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Auch wenn wir vielleicht, wie ihr schon gemerkt habt, nicht immer den wöchentlichen Rhythmus halten können, aber für heute war es das dann erstmal. Alex, Dennis und ich sagen Tschüss. Bis zum hoffentlich nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Bis, Leute.